So, warte. So, willkommen bei den French Code Tokus. In Kooperation mit der Hochschule. Genau, denn wir sind gerade am Kochen von Arrabbiata. Anne macht auch irgendwelche Küchentücher. Ja, und Jonas hatte gerade angehoben zu erzählen von seinen Abenteuern als Bergmann. Ja, damals 1922, nein, das war eine ganz. Ja, ich war beim Schwiegerpapst in einem, ja, kein Besuch im Bergwerk, sondern ein noch nicht so richtig stillgelegtes Bergwerk, was als Schaubergwerk dient. Das war sehr dunkel, sehr kalt und sehr interessant, weil wir waren nur 5 Leute in der Gruppe und unser Führer hat sich sehr viel Zeit genommen und alle Fragen beantwortet, quasi alle Pamphlets gezeigt, was man eigentlich gar nicht hätte machen müssen, können, sollen. Ja, das war sehr cool und viel mehr habe ich auch nicht. Das tut mir leid, weil du mir mehr davon versprochen hast. Nee, alles gut. Ich dachte nur, wir machen das jetzt einfach direkt zur Folge. Wie willst du die Zwiebeln geschnitten haben? Ein Würfel In oder? kleinen Würfel, ja. Das habe ich gefunden. Ah, sehr gut. Ja, ansonsten haben wir gerade eine König-Bubendame-Gastfolge aufgenommen. Und deswegen sitzen wir jetzt gerade alle hier noch so rum. Und da dachte ich, wenn wir eh jetzt alle auch einen Fleck haben, können wir da auch einfach eine Trenchcoat-Purpose-Folge draus machen. Weil ich möchte ja nicht, dass ihr euch dran gewöhnt, dass es auf diesem Kanal Content gibt. Ich finde es gut, dass ihr wenigstens jetzt die Geräte alle vorher noch mal ein bisschen getauscht habt, damit das mit der Technik auch definitiv erst noch mal Probleme macht. Ja. Aber auch das gehört zu diesem Format dazu. Ja, absolut. Absolut. Ansonsten wäre ja plötzlich die Technik schon in Ordnung, weil ihr es vorher schon getestet habt. Genau das, genau das. Ihr bleibt voll im Konzept, das ist irre. Wir haben ein Rezept. Naja, auch kein Was Konzept tut zu der haben, ist ein Rezeptor? Konzept. Der ist auf dem Balkon. Ah, ich verstehe. Ich habe ihn jetzt gerade wegen der Perspektive fast nicht erkannt. Ach, er hat Kopfhörer in den Ohren. Ich verstehe. Weil ich dachte, du bist irgendein merkwürdiger Mensch mit diesen komischen Zellerohrringen-Dingsies. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Ich bin ein komischer Mensch, ja, aber ich habe keine Verhütungsohrringe an. Und ich möchte zu Protokoll geben, dass du ein Mensch bist, möchte ich auch noch in Zweifel ziehen. Er ist kein AI-Bot, so viel kann ich sagen. Stimmt. Für künstliche Intelligenz fehlt die Intelligenz. Und die Kunst. Das war Das auch. gemein. Ja. Ja, ich für meinen Teil habe heute auch gekocht, Ja. weil ich dachte mir, Sonntag ist ein guter Tag für ein Currywurst-Frühstück. Ja. Und da ich noch ein Päckchen Rindswürste im Kühlschrank hatte, gab es Rindscurry zum Frühstück. Nein. Ich wollte gerade sagen, die Tatsache, dass du einfach so verfügbar gute Rindswürste hast, sorgt in diesem Haushalt für wirklich harten Neid. Das hat er wahrscheinlich gemacht, nachdem wir gestern dann nochmal explizit drüber geredet haben. Ganz genau das. Aber es war doch erst irgendwie 11:30 oder so. Das Ja, und dann wäre doch habe ich eine durchgehalten Optik. bis.
Das wäre doch eine optimale Zeit für Currywurst gewesen. Ja, ach. Es ist nicht so, dass ich nicht drüber nachgedacht habe, aber dann liegst du im Bett und musst die ganze Zeit aufstoßen von der Currywurst, das ist auch nicht das Wahre. Da schläft es sich echt schlecht mit. Das liegt im Auge des Betrachters. Wenn du die ganze und Nacht... Und niemals einen Traum haben. Wenn das ganze Schlafzimmer so dieses leichte Currywurst-Aroma hat. Ja. Vielleicht hätte ich doch lieber Currywurst machen wollen, anstatt Hähnchenbrust. Nein. Der Imbissbuden-Nap. Und nachdem die Currywurst fertig war, habe ich mir gedacht, ja, jetzt backst du noch Kuchen, weil das kannst du ja nicht. Und irgendwann muss man sich ja seinen Endgegnern stellen. Was hast du für Kuchen? Darf ich welchen haben? Ich habe Restekuchen. Nein, einfach so ein Muffin-Rührteig mit bisschen Heidelbeeren und Himbeeren drin. Und weil ich keine Muffinformen habe, einfach in der Auflaufform und ja, quasi ein großer Muffin. Und dazu noch Backpapieraroma? Ja, bestes Backpapieraroma. Geräuchertes Backpapier. So, der Kalli könnte sich mal über Tischdecken Gedanken machen. Oh, da muss ich die Technik hier ja noch anpassen, damit ich hier weiter... Jetzt... Aber Tischdecken klingt auch, als würde man sich dabei wund scheuern. Und damit decken wir unseren Explicit-Text. Wieder mal zu tun. Ich entschuldige mich, dass es so lange gedauert hat. Das ist nur, weil ich schon zweimal die Schnauze gehalten habe. Wir haben eine Kartoffel, die sieht aus wie eine Birne. Nom, 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 das Problem an diesem Topf ist, dass ich nicht groß genug bin, um reinzugucken, um den Bräunungsgrad des Knoblauchs zu überprüfen. Ja. Das kann ich nur tun. Das heißt auch nur, du brauchst mehr Webcams in diesem Haushalt. Ja, das ist vollkommen richtig. Topf und einen Kochknaben. Auch was? Aber das ist ja keine Änderung. Das eine schließt das andere nicht aus, genau so. Warte mal, die Traumfarbe. Naja, golden. Wir möchten sie golden. Aber schon auf der blutigen Seite von golden. Das finde ich einen sehr schönen Folgentitel. Die blutige Seite von golden. Ungefähr so. Om, nom, 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 nom. Andrian, erntest du noch Kräuter für gleich, oder? Nein, ich schneide meine Blumen. Im Übrigen haben wir jetzt auch wieder Hängelkräuter. Sehr gut. Gefällt mir. Also das Essen wäre fertig. In diesem Haushalt. Die Hunde finden das gut, die liegen schon parat unterm Grill.
Sehr gut, sehr gut. Autsch. Ja. Wir haben goldgelbe gegrillte Kartoffelhälften. Warte, dann schalte ich mal meine Kamera um. Ich habe goldgelbe Blumen. Und Blümchen. Mehr Blümchen, mehr Kuchen. Der Grill ist aus. Ich wiederhole, der Grill ist aus. Wie wichtiger ist auch das Gas abgedreht? Ich finde es spannend, dass auf die wichtige Frage keine Antwort kam. Natürlich. Ob das Gas abgedreht ist. Ach so, da ich den Grill ausstelle, indem ich das Gas abdrehe, ja. Also okay. Wenn ich benutze zum Grill ausmachen nicht die Drehknöpfe vom Grill, sondern den Drehknopf von der Gasflasche. Ja, weil die wird einmal komplett aufgedreht, der Schlauch abgezogen und dann macht es einmal kurz Wusch und danach ist der Grill aus. Das ist total super. Na, Grill ausmachen mit ein bisschen Action dabei. Und kabumm. Die Nachbarn sollen ruhig mitbekommen, dass wir nicht mehr grillen, sondern jetzt essen. Das ist quasi der gasbetriebene Startschuss fürs Abendessen. Mit Ansage. So. Die Frage ist ja jetzt, deklariere ich diesen Sonntag einfach zum Sonntag und mache mir noch die letzte Currywurst, weil heute ist eh egal. Da regt uns ja die Frage schon auf. Ein Glas Wasser. Ich würde die Frage nochmal wiederholen. Was ist denn dann die Alternative zur Currywurst? Da regt mich ja die Frage schon auf. Ja, uns alle. Uns alle. Ist das überhaupt so? Ja, ich weiß. Ich komme wieder mit diesen kontroversen Themen um die Ecke. Ich hätte ja gesagt, es reicht ja auch für drei Leute, aber dann wirst du wieder krank. Ja, nein, das Risiko gehen wir besser nicht ein. Na komm, dann gehen wir halt in die Küche. So. Um es mit einem 90er-Jahre-Dance-Hit zu sagen, kleiner Wok, ich heiz dich an,
auf dem Garfeld aus Zeran. Ich musste gerade an ein anderes Zitat denken. Zum Thema Currywurst. Bitte schneiden, bitte schneiden. Auch das. Kleiner Bock, nur ich und du. Und diese Bratwurst aus einer Kuh. Na, 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 na. Ich nehme euch mal wieder mit zum Tisch. Hast du nicht deswegen eben die Blümchen noch gezeigt? Genau. Du siehst, es ist alles geplant und durchchoreografiert. Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht. Und das so ohne Konzept. Ich auch. Niemand von uns konnte ahnen, wo das hinführt. Na. Dazu kenne ich euch zu lang, um das nicht zu ahnen. Ich kann sagen, ich befürchte, eigentlich haben es viel zu viele geahnt. Schnipp. Und ich glaube, du musst das hier sehr real machen, weil die Pfanne zu klein sein wird für beide Typen. Also weiß ich nicht, wirklich vielleicht nicht, aber. Also Nadine, nimm einfach zwei Pfannen und tu die Soße einfach auf Kühl stellen. Und lass mich doch von der Pfanne nicht vorstellen. Übrigens, Sinfrian, hast du dein Bild aus mit Absicht? Ja. Okay. Ja, ich habe immer noch massiv viel Spaß daran, eine Hochzeitstorte zu häkeln. Und ich könnte mir immer noch dafür in die Fresse hauen, dass ich das die Idee hatte. Im Dena-Garten gibt es jetzt Liebstöcke, Knoblauchkraut und Bohnenkraut demnächst. Angesehen. Ja, und Basilikum. Habe ich noch irgendwas vergessen? Sehr gut. Hast du das schon erzählt? Ja. Und Wunderblumen. Wunderblume habe ich auch gesät. Okay, wenn du was säst, was Wunderblume heißt, muss ich wissen, was es ist. Nee, es ist tatsächlich Resterverwertung. Also, die sind wohl irgendwie aus Afrika oder schlag mich tot. Sind demzufolge auch relativ resistent, was Wassermangel und Temperaturen angeht. Ja. Und werden halt relativ groß und sehr bunt. Okay. Aber wir hatten halt noch tonnenweise Samen übrig vom letzten Jahr. Und deswegen habe ich die einfach gleich nochmal mit vertan. Ja. Machen die irgendwas? Also schmecken die besonders oder? Und die schmecken gar nicht, die sind wirklich nur zum hübsch aussehen. Ach so, okay. Was eben letztes Jahr teilweise fatal zugegangen ist, weil letztes Jahr ein Wunderblumensamen sich in meine Chilis geschlichen hatte und die von den Blättern her sehr, sehr ähnlich aussehen und ich mich dann plötzlich wunderte, was ist das denn komisches? Das sieht gar nicht aus wie eine Chili, es verhält sich merkwürdig. Jetzt brauche ich nur eine Wunderblume, eine einzelne. Okay. Ja, ansonsten Dena-Garten läuft. Thymian hat sich auch wieder eingefangen. Hast du jetzt schon gegossen, ja? Okay. Ja. Gut. Ja, ach, ansonsten alles beim Alten. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt gerade machen wir gefüllte Klöße mit Arrabbiata-Soße. Gefüllt mit was? Mit Frischkäse. Okay.
sind so Mini-Schläfe von Fanny. Und die sind echt okay. Also man will dazu eine Soße haben, die entsprechend viel Bums hat. Ansonsten ja. Sind sie sehr unspektakulär, aber mit Soße mit Bums sind sie sehr gut. Und ja, ich habe jetzt den Begriff Bumssoße vor mir. Aber gut. Ja, und natürlich mit frischen Kräutern aus dem Dönerraum. Die noch gar nicht sind. Natürlich nicht, weil sonst sagen die ja bitter. Wenn sie hier sind, aber jetzt. Mir wurde beigebracht, man soll Kräuter nicht in die warme Soße schmeißen, weil die sonst bitter werden. Hast du das anders gelernt? Empfindliche Kräuter nicht, aber jetzt. Das widerspricht, dass du bei der Bollo die Kräuter so früh reinwirfst, dass sie dann ja 12 Stunden mitkochen. Naja, aber das sind ja auch getrocknete, oder? Das mit meinen frischen. Ich bin so ich habe übrigens Bolo, heute. Die Mayo reinfüllst, erst ganz am Ende reinschmeißen. Nachdem gehe ich reinkochen. Hier wurden heute Thymian und Basilikum gepflanzt. Ausgezeichnet. Zum Thema Kräuter und Garten. Thymian, sehr gute Erfindung. Ich sollte viel mehr mit Thymian kochen. Aber Jonas ist doch auch okay. Nicht Jonas? Ja. Oder Jonas? Jonas kochen das. Also Jonas kochen wird schwierig, wenn er frisst sich in meine Pfanne. Einmal nicht. Du kommst halt sehr langsam durch. Nein, ich speise dich einfach ein und dann machen wir so Sous vide. Sous vide, Jonas. Wir haben übrigens auch schon höhere Rückmeldungen bekommen für dieses Format. Und es ist wohl so, dass man sehr viel Spaß an meinem aus dem Kontext gerissenen Schnitt hat. Dabei habe ich noch nie irgendwas aus dem Kontext gerissen. Das war gerade etwas aus dem Kontext gerissen. Ich konnte es nicht ganz verstehen. So, ich stecke euch mal gerade wieder in das große Dings. Hallöchen. Nicht weg. Da drauf drücke. Ah, oh. So, theoretisch, wenn dann die Klöße fertig sind, ist ja auch das Essen fertig. Nein. Ich würde also schon mal die Technik wieder wechseln auf drüben. Und du bringst dann einfach ein. Okay. Ich bin gleich wieder da. Hallo. Ah, jetzt. Ich finde auch, die Technik hat schon wieder viel zu stabil funktioniert hier. Es wird Zeit mal wieder. Eben. Das geht doch auch experimenteller. Experimenteller? Ja, einfach roh. Ein großer experimenteller. Hendrik, es fehlt dein Dumm-di-dumm-di-dumm. Stimmt, weil jetzt ist ja der Switch zwischen der Koch-Edition und der Verzehr-Edition. Sektion.
Tudum, 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 So. Hallo. Da bin ich wieder. Das ist schön. Augenblick. Hallo, hallo. Und die neue Kategorie heißt Esszimmer. Genau. Ach hey, man kann euch die ganze Wohnung durchgucken. Bin gleich wieder bei euch. Okay. Lasst es euch übrigens schmecken, liebe Kartis. Vielen Dank, ebenso. Bei mir dauert es noch einen Moment, aber geht gleich los. Nicht, dass noch der Eindruck entsteht, es gäbe hier mehr als dieses Zimmer. Hast du nur Angst, dass wir deine Geliebte sehen? Und was die Dame des Hauses dann dazu sagen würde. Ach, ach, ach. So, wie lange? Liebe Dame des Hauses, für eine Geliebte ist der Mann alleine schon erstens zu unorganisiert, zweitens zu faul. Und drittens zu ehrlich. Das muss man ja auch sagen. Und zu ungeschickt. Das kommt noch dazu. Das ist rein technisch überhaupt nicht möglich. Wenn man das mal so rein von der Statistik her betrachtet, ich hatte schon so ein unheimliches Glück, die eine. So ein Glück habe ich nicht nochmal. Ach, ach. Ja, die Fischis sind jetzt auch gefüttert. Und jetzt brauchen nur noch ich was zu essen und dann sind wir alle glücklich. Geht's den Fischis denn gut soweit? Ja, wir haben noch einen Neon verloren, aber so machen sie einen guten Eindruck. Wieder an die Selbstmordzelle oder? Keine Ahnung. Also er machte den Eindruck, als ist er mechanisch kaputt. Mhm. Von daher nehme ich es an, aber unsicher. Okay. Wir haben zumindest ihn nicht hinter dem Filter gefunden. Ja. Habt ihr die Batterie mal ausgetauscht? Okay. Wir wissen doch auch, wie das ist bei so Dingen. Die sind halt aus dem großen Zoomarkt und da kriegst du ja meistens auch schon Ausschuss verkauft und das ist alles ein bisschen schwierig, aber. Ja. Nee, so im Ganzen läuft das. Jonas macht da sehr lustige Geräusche, die machen mir ein bisschen Angst. Aber wahrscheinlich hat er einfach nur die Hitze hochgedreht. Ich wollte gerade sagen, war das ein Anbrat oder ein Mixergeräusch? Ein Anbratgeräusch. Ah, genau. Moment, ich gebe dir auch gleich Sprachrechte. Augenblick. Augenblick. Esther, bitte einmal wieder neu reinkommen, dann kannst du mit uns sprechen. Habt ihr eigentlich neben der Elchcam und der Storchcam auch mal die Fischcam aus Holland gesehen? Ich habe mal reingeguckt, aber ich habe es nicht ganz kapiert. Also es geht wohl darum, dass den Fischen ermöglicht werden soll, im Fluss hochzuwandern, also durch eine Schleuse hindurch. Okay. Und wenn eine entsprechende Anzahl an Fischen vor der Kamera zu sehen ist, soll der Schleusenwärter angeblich einen Ping bekommen. Ah. Wobei ich vermute, dann wird auch die Schleuse wohl nicht ganz aufgemacht, sondern nur ein bisschen. Mhm. Aber ich vermute, so oft, wie es da Ping machen würde, weil irgendjemand einfach nur irgendwo drauf drückt, ist es vielleicht auch einfach nur ein guter Werbegag. Aber naja. Mhm.
Nee, ich kenne diese Fischcam nicht, aber ich kenne dafür die Fischcam, ich weiß nicht mehr, ob in Australien oder wo sie war, wo die Aale einsam waren zu Pandemiezeiten. Da gab es irgendwie irgendwelche Aale, also so schlangenartige Fischis, und die waren wohl den Dauerkontakt mit Menschen gewöhnt, weil die halt in so einem Daueraquarium da so okay. SeaWorld-mäßig waren. Und weil dann ja wegen Corona alles dicht war, waren die traurig und einsam. Und dann hat man quasi den Fischis eine Zweifachkamera. Also sowohl die Fischis haben die Menschen gesehen, die sie angucken, als auch die Menschen haben die Fischis gesehen. Das mag nur mein Gehirn sein, aber die Einsamkeit der Aale könnte auch ein spezieller japanischer Film sein. Ja, das ist ja wahr. Armin, du bist immer noch gemutet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es Absicht ist. Sprachrechte durftest du haben. Liebe Kinder, habt ihr denn in letzter Zeit spannende Dinge konsumiert? Ich habe auf Netflix 1922 geschaut. Jonas ruft gerade rein, sein Anwalt sagt, er darf nicht drüber reden. Ist zur Kenntnis genommen. Was hattest du auf Netflix geschaut? Entschuldige, ich hab's nicht. Mein Anwalt sagt, ich darf nicht drüber reden. Okay. Aber warte, ist nicht der Jonas dein Anwalt? War da nicht mal was? Genau. Okay. Hat er nicht gerade gerufen, der darf nicht drüber reden? Ja, ich dachte, er meint damit das, was er konsumiert hat. Aber okay, das mag sein. Ja. Na, wir haben ja jetzt Last of Us fertig geschaut. Dieser Tage, das war tatsächlich sehr interessant. Also, nett gemacht. Ich mag die Schauspielerin. Also, Bella Ramsey ist ja eine ziemlich gute Schauspielerin. Ich finde die echt klasse. Dankeschön. Ich liebe dich, gut ja auch. Bis dann, viel Spaß. So. Und dieses Essen riecht gar köstlich. Nicht ganz frisch, aber habt ihr unter Umständen The Rookie schon gesehen? Ich glaube, Jonas ja, ich nein. Worum geht's? Um einen etwas älteren Polizeischüler in L.A. Gespielt von dem Schauspieler, der Captain von Firefly ist. Okay. Frag mich bitte nicht nach Namen, aber beziehungsweise wurde noch mitgespielt bei Castle, meine ich. Ja, genau. Der Castle-Mensch ist das. Ja. Und in einer Folge Scrubs, oder? Ja. Ja, ich glaube ja. Möglicherweise. So. Moment. Was? Oh, könnte man noch anmerken. Ja, hallo. Wahrscheinlich. Ich dachte, du wolltest gar nicht mehr wiederkommen. Ja, aber ich habe gedacht, was soll ich gerade noch weiterkommen? Okay. Hallo. Das Bild vom Omnomnom ist übrigens im Omnomnom. Omnomnom? Heiß, heiß, heiß. Oh ja, und ich habe eine Zungenspitze voll probiert und ja, ich wollte uns töten. Es tut mir leid, Schatz. Das ist eigentlich ziemlich gut. Sieh an, er war nicht bei Scrubs dabei. Nein. Wer war das denn dann? Dann war es der Mumientyp, glaube ich. Nein. Ui, ui, ui. Ja, doch. Ja, ich hab ihn mit Brendan Fraser verwechselt. Genau. Der schlägt zurück. Das passiert mir aber auch regelmäßig. Ah, ein Armin. Guten Tag. Ja, hallo Armin. Wie war dein Tag? Boah. War ein durchschnittlicher Sonntag. Das ist gut. Was machen die diversen körperlichen Baustellen? Die haben halt genauso Feierabend gehabt. Ja, das ist ja schon mal was. Armin, du musst dir was zu essen holen. Ja, genau. Oder in die Küche gehen und... Geht denn der Teller auf?
Ganz hart. Ja, natürlich. Echo, Echo. Echo, Echo? Echo? Ich höre kein Echo. Ja, die beiden Kadis sprechen über die gleichen Mikrofone. Ah. Was nimmt ihr eigentlich dann auf? Was? Was es zu essen gab, ja. Tada. Voll gut. Ist noch was da. Ja. Und wir nehmen Trenchcoat Talkers auf. Genau. Ah, okay. Aber ohne, also nur Quatsch und keine Columbo-Folge. Mhm. Wer ist der Genie mit der Pizza? Nein, wir kamen nur aus einer Königsbube-Dame-Gastfolge. Und da ich die jetzt eh alle schon verhaftet hatte, habe ich gesagt, wir bleiben jetzt einfach hier und kochen. Ich habe heute aus einem Kaffeemesslöffelchen einem Paket Vanilleeis und dem wiederverwendbaren Eisbecher unserer Eisdiele des geringsten Misstrauens aus dem Nachbardorf einen wunderbaren Amarena-Becher produziert mit 6 Bällchen. Okay, sie waren halt so groß wie Bällchen werden, wenn man sie mit einem Kaffeelöffel macht, aber also hier mit so einem halbrunden Kaffeemaß. Aber es sah sehr niedlich aus. Sehr geil. Mhm. Und es war sehr lecker. Mhm. Ein Eisportionier, das sollten wir schon im Haus haben. Ja, Eisportionierer hätte ich auch gehabt, aber so viel Eis war nicht mehr im Eisbecher, weil nur so ein kleiner Eisbecher. Und wäre ich da mit dem großen Portionierer reingegangen, wären das 2 Bällchen gewesen und wäre er leer gewesen. Und dann dachte ich, lieber ganz viele kleine. Schaut's nach mehr aus. Also, ich möchte bei diesem Essen zu Protokoll geben. Es ist sehr gut, dass Papa mich gestern nach Knoblauch und nicht nach Chili gefragt hat. Aus den Trenchcoat-Talkern. Oh Gott, was für ein Zungenbrecher. Sagt ihr das echt öfter? Habt ihr das geübt oder was? Trenchcoat-Talkers werden heute die Kitchen-Talker. Wie? Die Kochsendung. Der Koch-Podcast. Naja, es gibt ja das Gela Kochstudio. Von daher sind da auch alle Beteiligten schon da. Hm. Inklusive des Machers des Intros. Was ich bis heute noch eines der fantastischsten Intros finde, die wir haben. Du wolltest was? Das klingt wie eine ganz furchtbare Serie in den 80ern. Es ist perfekt. Und es ist genau das, was ich haben wollte. Das kenne ich noch gar nicht. So, und nun? Also handangemessen, das ist auch alles im Sammelfeed. Oder hat einen eigenen Feed unter Dela Kochstudio. Gibt aber tatsächlich relativ wenig Folgen. Weil meistens kriegen wir diese Wahnsinnsanfälle irgendwann nachts. Und dann läuft meistens kein Mikro dabei. Ich kann es dir per Telegram schicken, wenn du willst. Ich wäre äußerst gespannt, es mir später anzuhören. Dann schubse ich das nach dort und tu das nach hier und mach dann hier so schwupps und so. Vielen Dank. Gerne, gerne. Da kam gerade ein Britenbote mit einem Telegramm vorbei. Genau. Ein Telegramm. Ja, wie gesagt, wir haben letztens Last of Us fertig gesehen. Und davon abgesehen, dass ich mich permanent darüber aufregen muss, was Menschen für eine Vorstellung von Pilzinfektionen in Körpern haben, war das eine tatsächlich sehr unterhaltsame Serie. Und Jonas hat, glaube ich, auch irgendwas Neues, nein, 2 neue Sachen entdeckt. Hast du schon Salbe drauf getan? Man kann auch Tabletten reinstecken. Moment.
in die Infektion? Ja, Hendrian, mach doch mal einen Film draus. Ja, was habe ich geguckt? Das eine war fertig. Ich habe vergessen, was es war. Irgendwas mit Night. Night Manager? Night Agent, genau. Night Agent. Oh, ja. Gehen Sie nachts ans Telefon. Bewachen Sie das Telefon und machen Sie nichts anderes, als ans Telefon zu gehen. Naja, vor allem sitzen Sie am Telefon und machen Sie währenddessen Analysen von dem und dem und dem. Weil es ruft sowieso niemand an. Das Telefon klingelt doch. Er sitzt im Keller. Klingt wie ein Job im öffentlichen Dienst. Naja, im Weißen Haus schon. Sitzt neben dem Telefon und mach irgendwas anderes. Und wenn es klingelt, geht ran. Das war sowas von öffentlicher Dienst. Ja. Außer, dass hier nicht ans Telefon gehen, wenn es klingelt. Ja, schon. Nee, nette Serie, recht viel Action und ja, klar, man kann niemanden trauen und irgendwer wird dann doch geläutert und pipapo. Ja, nichts Spektakuläres, aber nett anzuschauen. Typisch patriotisch. Ja. Und aber, dann, aber in der Tat schön Action mit drin, ja. Ja. Und dann habe ich jetzt entdeckt die Verfilmung von Wolfgang Kohlbein, der Greif. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich es gut finde. Okay. Ein Holbein. Eieiei. Ich bin da sowieso nicht objektiv, weil ich habe eine sehr starke Meinung zu Wolfgang Holbein. Ja, dann sind wir schon zu zweit. Ja, es ist schon deutlich eine Serie, die sich an Jugendliche richtet. Aber sie ist nicht wirklich schlecht. Und also ähnlich wie die Wollnys kann ich dazu nur sagen, sie grüßen nett beim Einkaufen. Ich habe keine Ahnung, von wem ihr redet und fühle mich gerade intellektuell genauso zurückgeblieben wie eben in der Folge, die ihr aufgenommen habt. Holbein hat, glaube ich, nichts mit Intellektualität zu tun. Das ist der Holbein, nachdem die Holbeinstraße im Nachbardorf benannt ist. Okay, jetzt weiß ich, dass nach dieser Person eine Straße benannt ist, aber trotzdem kenne ich die Person nicht. Nach der ist sogar ein ganzer Planet benannt. Echt? Er hat ungefähr so viele Bücher geschrieben wie Consonic. Und es hat auch ungefähr die gleiche Qualität. Nur, dass Consonic ein Mühe besser ist. Okay, von Consonic habe ich zumindest schon mal was gelesen. Der sagt mir dagegen nichts. Ein Holbein hattest du heute stundenlang im Rücken. Muss ich jetzt wirklich meine Consonic-Bibliothek rausholen, damit du diese Bildungslücke schließen kannst? Nein, ich kann über Mut zur Lücke und so. Ich wittere ein neues Podcast-Format. Nein. Ich wüsste auch nicht, was ich von Consalik gelesen habe, aber das mit zumindest der Autor war. Also irgendwas habe ich von ihm definitiv gelesen. Wahrscheinlich. Jetzt verstehe ich, was sie meint mit dem Rücken. Okay. Wahrscheinlich die Mafia-Trilogie hast du bestimmt gelesen. Die kennt eigentlich jeder. Was? Die Mafia gibt's überhaupt nicht. Da hat zu Hause nie jemand drüber gesprochen. Da gibt es eine chinesische Mafia, russische Mafia, italienische Mafia und quasi zu jeder gibt es einen Band in dieser Trilogie. Das ist eigentlich das Bekannteste, was die Leute so kennen. Nee, es müsste irgendwas anderes gewesen sein, aber es war eine Zeit lang statt der Haupt- Trenchcoat Talkers Consalik-Quatsche. Ja, aber nein, dann brauchst du einen neuen Mitpodcaster. Wir können doch mal so eine Sonderfolge machen. Okay, da bin ich dabei. Perfekt. Untertitel. Wer von euch will das? Alle Quatscher gehen auf jeden Fall leichter von der Zunge. Über die Zunge. Also sagen wir so, der Holbein steht nicht ohne Grund in der zweiten Reihe im Bücherregal. Der Mensch hat eine gute Reihe verbrochen und das waren die Chroniken der Unsterblichen. Und zwei gute Bücher, das ist Azrael und das ist Anubis. Ansonsten kannst du alles in die Tonne schmeißen, was da man jemals geschrieben hat. Eine feste Überzeugung. War Azrael nicht die Katze vom bei den Schlümpfen? Genau. Ja, genau.
Aber wie ist denn nochmal der Typ von Asrael? Gargamel. Gargamel. Der ist aber wiederum nicht von Konsalik. Zum Glück. Nein, Asrael ist ein Buch über eine Designer-Droge, die Menschen zu Engel macht, glaube ich. Wenn ich mich richtig dran erinnere. Quasi anatomisch korrekten Engeln. Ohne Geschlechtsteile? Hast du noch Hunger? Nee, nicht wirklich. Du hast so viele Reste? Ich habe wahnsinnig viele übrig. Na, habe ich morgen ein Mittagessen. Okay. Aber du hast quasi alles schon draufgetan. Ja. Nee, dann kannst du das morgen mitnehmen. Uiuiui. Eine der hier Anwesenden hat sich heute Mittag hier schon so richtig eingelötet. Was? Oh ja, bis alle Lampen an waren. Ein Ralf anwesend? Am naja, Tag des Herrn? Dinge gelötet. Ich möchte ein bisschen weinen. Ein bisschen nur. So schlimm? Ich find's heute ganz schön gewaltig, ja? Hallöchen. Du bist noch entspannt? Ja, ich muss mir jetzt einmal kräftig die Nase schneuzen, dann ging das. Beide Hunde möchten sich mit uns über Mozzarella und Hähnchenbrust unterhalten. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Würden sie sich so verhalten, wenn sie schon Abendessen gehabt hätten? Ja, würden sie. Stimmt. Sie fix und sagen beide. Ach, ach, ach. Das Schöne ist, dass sich beide total gleich verhalten, wenn sie hungrig sind. Natürlich. Das ist sehr, sehr süß. Ein nicht schwarzer Hund bei Cardis. Ja. Ich sollte mehr trinken. Besuchshund. Ich sollte mehr trinken. Oh, was? Der schwarze Hund steht, glaube ich, schon in der Küche. Ja, ja. 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 Ja, du Flüsterer. Na komm, da gehen wir mal zusammen die Hunde füttern. Verdammt, jetzt habe ich meine Zigaretten vergessen. Schatz! Bin unterwegs. Danke. Schatz! Nein, du darfst nicht rauchen. Oh Mist. Das funktioniert nur im Hause Cardi und im Hause Dela. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Ehe mag. Hier wird nicht geraucht. In meinem Podcast, im Aschenbecher-Podcast, den habe ich auch mit drin genommen. Es geht nicht ums Rauchen. In allen anderen Dingen funktioniert das hier sehr, sehr gut. Interfamiliäre das mit dem Rauchen funktioniert woanders sehr, sehr gut. Dankeschön. Willst du das noch gleich mitnehmen? Den Kühlschrank machen. Das ist quasi VoIP, Family over IP. Mhm. Ja. Haustelefon over Jitsi. So mag ich Familie. Genau. Mhm. Da wollte ich hin. Ach, er hat so ein lustiges Labyrinth-Schälchen. Ah. Ja, die Kernfamilie bestand darauf. Mhm. Kann das ja als Beschäftigung in der Tat nachvollziehen?
Und unser Modell frisst ja auch nicht vom Boden, nicht wegen Wirbelsäule oder so, aber die verschluckt sonst so extrem. Und ich glaube, dass ihre Schwester dasselbe Problem hat. Wir haben das halt mit Napfhochstellen gelöst. Die haben das gelöst, indem sie einen lustigen Spielnapf hat. Ich habe immer Mitleid mit Hunden, die daraus essen müssen. Weil ich mir denke, das sind Schlingfresser. Dann soll man sich nicht darüber beschweren, wenn sie beim Fressen schlingen. Ja, ach. Aber was weiß ich, ich habe nur eine Lotta-Erfahrung. Ach. Und habt ihr noch Pläne diese Woche? Ja, einige. Und die wenigsten davon werden gut. Ja, wie immer also. Ich habe geplant, dass die Woche schnell vorbeigeht. Das ist ein guter Plan. Das heißt, du wirst den Brückentag nutzen? Ja, wir haben in der Tat Gewerkschaft sei Dank gewisse Tage einfach geschlossen. Mhm. Ja, ich habe den Feiertag ja auch. Ich habe dann auch einfach nochmal Urlaub genommen den Tag. Für Quatsch machen und so. Weil ich weiß vor lauter Unsinn eh nicht, wohin mit meinem Urlaub. Von daher. Aha. Aber weil ich muss ja nach den Feiertagen in den Westen gucken. Ja. Andere Frage, der Armin, kreiselt der bei euch auch oder nur bei mir? Bei mir nicht. Okay, dann. Ja, dann gehen wir mal raus. Ah, da ist ein Armin. Hallöchen. Jetzt hast aber du ganz schick lang gekreiselt. Aber bin ich jetzt wieder da, oder? Ja, ja. Okay. Komische Kadi-Köpfe. Einer von unten, einer von oben. Jetzt kreisel ich Hendrian. Kreisel ich bei dir immer noch? Okay, Moment, ich komme nochmal. Nee, warte mal, dann mache ich einfach so. Warte. Hat letztes Mal auch geklappt. Ja, jetzt. Sehr gut. Jetzt ist er hinter. Jetzt, ja, alles gut. Jetzt sehe ich euch alle. Ah, jetzt, ja. Ach. Wie soll denn so die nächsten Tage das Wetter werden? Ich habe wohl was von Regen gehört. Nein. Also ich hörte was von 27 Grad und Sonnenschein. Ja. Kommt mehr Regen, Toni, umsonst rausgeräumt. Kommt ein bisschen drauf an, was ich gesehen hatte, lass mal gerade nachgucken. Was ich gesehen hatte, war zwar im Großen und Ganzen, dass es so bleibt, aber wir können ja mal schnell schauen. Ich hoffe, die Sonne bleibt da, weil mein neuer Wechselrichter morgen kommen sollte. Oh. Wechselrichter könnte auch ein Job im öffentlichen Dienst sein. also es könnte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ganz ein bisschen Regen runterkommen, aber es ist so Wahrscheinlichkeiten von unter 25% für Regen. Okay. Nach euer Modell oder bist du auf einer anderen Seite? Nee, nach unserem. Deshalb mit Vorsicht zu genießen. Also entweder geht die Welt unter oder es passiert gar nichts. Genau. Ja, es ist halt für uns ist es noch zu weit in der Zukunft. Also bis Dienstag bleibt es trocken. Übermorgen. Ja, bei uns ist eigentlich gemeldet, morgen und Dienstag soll es regnen. Und ab Mittwoch wieder strahlender Sonnenschein. Sagt meine Wetter-App. Nee, da bist du noch nicht. Da auch noch nicht. Da hinten. Da. Da.
komm, Geografie, du warst mal cool. Da. So, ich hoffe, ihr... Ja, ja. Insta könnte es regnen, aber auch nicht viel. Also so in den frühen Morgenstunden mal. Okay, okay. Nach unserem Modell. Mir ist es jetzt hier so kalt. Boah. Weil du nicht angefeuert hast. Deswegen ist es bei dir so kalt. Wie kalt ist es eigentlich? Und wer muss angefeuert werden? Amen. Amen. Ach. Ja, der Grill ist zum Glück jetzt wieder kalt. Jetzt kann ich ihn wegpacken. Das ist übrigens die wunderschöne Hochzeitstorte. Mm. Aktuell im hochgekrempelten Zustand. Mit Hühnchen drauf. Nee, aber mit, warte. Was für Nebengeräusche bekommt ihr von mir rein? Kerzen. Ah, okay. Das Geräusch gerade war ein, der Grill wird mit Häubchen bedeckt. Aha. Nee, von mir müsstet ihr irgendwelche Nebengeräusche reinbekommen, weil der grüne Rahmen kommt, ohne dass ich spreche. Nö. Nö. Du bist tendenziell leise, aber ansonsten geht's. Doch, doch, der Rahmen ist... Okay, aber ihr kriegt keine Geräusche rein. Nö. Du wolltest dem Abend halt einfach nur einen Rahmen geben. Irgendwo kommt ein Flugzeug. Ja, ich bin auf dem Balkon. Das dürfte bei mir aber nicht zu hören sein hier. Ist gerade drüber geflogen. Und ich muss kurz F5. Echt jetzt? So. Ich auch. Der Besuchshund hat gerade auf die Terrasse gepinkelt. Nee. Auf eure? Ja, auf den Rasen. Auf den Rasen. Naja, gut. Das, Deine Kamera ist wieder aus? Genau. Okay, ach ja. Hätte vermutet, dass Alba es einweiht, aber... Und unser Hund mich vorwurfsvoll an. Ja. Pauli redet, aber man hört nichts. Man hört nichts? Doch, ich höre ihn. Hm? Okay, ja. Dann Augenblick. Ich hörte ihn auch nicht, musste deswegen kurz F5. So, nochmal bitte. Man hört nichts? Ja. Moment, ich muss empört sprechen. Man hört nichts? Was ist da los? Warum? Aus welchem Grunde? Jetzt höre ich dich wieder. Alles rein. Ah, sehr gut. Wunderbar. Ich bin zu hören, aber nicht zu verstehen. Was? Geht mir schon mein ganzes Leben so. Was soll ich sagen? Das bin ich, das ist mein Dialekt. Wer hat hier Herrn Malmsheim eingeladen? Was sagt der Mann? Wovon spricht er? Das meine ich doch. Den ganzen Tag rede ich daher und niemand versteht mich dabei. Das Thema der Kommunikation, ein ganz schwieriges ist es. Ich sag immer wieder, stellt mir kein großes Mikrofon hier hin. Ich werde motiviert, animiert. Oh, engagiert. Engagiert, ja. Ich fange an zu plappern. Einfach so darauf hin, Sinn und Verstand. So, aus irgendeinem Grund kreiselt jetzt der Jonas bei mir. Ja, Discord hat heute irgendwie... Ja, es ist heute irgendwie alles sehr schwierig. Kreisellaune. Oh ja, ich habe nicht nur in Ton und Video, auch im reinen Text. Ich habe vorhin mit einigen Leuten über Discord kommuniziert, in Schriftform. In Schriftform? Was soll ich sagen? Meine eigenen Nachrichten sind teilweise eine halbe Stunde später wieder erschienen als neue Nachrichten. Was höchst spannend war es. Faszinierend. Ich glaube, der Gasthund schämt sich, er hat sich gerade hier bei mir im Zimmer verkrochen. Oh. Ah, genug geschämt, er geht wieder zurück. Ein kurzes King-Shaming. Ja, ansonsten habe ich auch nicht wirklich viel zu erzählen. Außer dass wir gleich um 21 Uhr eine Folge Trenchcoat Talkers aufnehmen. Ach so, okay. Angst. Das ist alles Pre-Show. Mit wie viel Wasser wässern wir denn jetzt? Moment, Arkadi ist weg. Sie ist einfach gegangen. Und du bist wieder allein. Und dabei haben wir noch nicht mal Dienstag. Hä? Was? Ach nee, Freitags. Ach, keine Ahnung. Einen dicken Pulli hat sie auch nicht an. Ja, genau.
was übrigens mehrere dort Beteiligten gut finden. Oh, anderes Thema. Ja, ich muss doch meiner Rolle in diesem Format auch gerecht werden. Ihr wisst doch, wie das ist. In Wahrheit bin ich ja gar nicht so. Sondern noch schlimmer? Natürlich. Bitte? Schlimmer geht immer. Und erfolgreicher, aber das ist ein anderes Thema. Übrigens, die letzten Tage sind gezählt. Ich muss in den nächsten 7 Tagen hier noch einiges lassen. Aber warum? Das sieht doch voll gut aus. Es ist ja schon sehr viel kürzer geworden. Hier, hier herum. Dafür habe ich es da noch stehen lassen. Mhm. Aber es, also, es wird zumindest hier herum muss frei sein. Wegen Gasmaske? Ich weiß nicht, ob ihr dieses... bitte? Wegen Gasmaske oder? Atemschutz, bitte. Atemschutz. Okay. Also, ich hoffe, dass da kein Gas reinkommt. ja. Es gibt da ja in der Tat so ein tolles Bild. Warte mal, ich habe das hier sogar zufälligerweise. Darf ich kurz klug scheißen? Sehr gerne. Kommt da nicht Sauerstoff rein? Nein, Atemluft. Naja, das ist eine Gasmischung. Trotzdem Gas. Ja, das ist korrekt, aber. In Feststoffform ist es immer ein wenig schwierig. So, Moment, wo habe ich denn gespeichert? Da, gespeichert. Also es gäbe eine Option, die allerdings keiner von euch sehen müsste. Die würde so aussehen. Gut, ich hätte wohl das Problem, dass ich die Haare auf dem Kopf nicht mehr so lang bekomme, aber es sieht schon scheiße aus. Ja, schon ein bisschen. Es erinnert ein bisschen an so einen Mönch. Ja. Eine Mundtonsur. Nein, aber weil wir es gerade von hübschen Frauen und so hatten und hübsche Frauen in Uniform. Wir waren ja gestern beim Oldtimer-Treffen und da war unter anderem auch ein sehr, sehr hübscher Krass. Also ich habe mich ja schon in das Auto verliebt. Wobei war es dann, als da eine in NVA-Uniform gekleidete, sehr langbeinige, schwarzhaarige junge Dame drauf stand, salutierend. Das war dann der Moment, wo sowohl mein Vater als auch mein Jonas als auch ich große glänzende Augen bekommen haben. Warum hast du nur Bilder von den Autos gemacht? Ich hab die Videos, aber... So ist ja auch nicht, aber... Das Gesapper will doch keiner hören. Müssen wir eben kurz gucken, wo Anne hin ist. Warum sie hier nicht mehr... Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr nett. Also waren ein paar schöne Dinger dabei. Ich bin eine Mini... Und Autos auch. Nennst du denn die Frauen? Ja, da war auch eine enorm hübsche Rothaarige. Da musste ich auch an diverse Menschen denken und grüßen. Muss ich gucken, ob ich die auf dem Foto habe. Ich glaube ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da war ich mit dem Leichenwagen beschäftigt. Leichenwagen sind gut. Ja. Und dann bin ich einen Mini-Moke gefahren. Das war geil. Ich dachte, den kann man spielen. Ich glaube, weniger Räder. Also mehr Räder als den du meinst. Nur viele Räder. Nein, das sind Drehknöpfchen. Die drehen sich auch. Drehknöpfchen, weiß. Auf jeden Fall eine sehr geile Erfindung. Ist wohl entwickelt worden von der britischen Army. Nee, für, nicht von. Ich glaube, er hat gesagt für und von. Nee, von Austin Motors entwickelt. Okay, gut, dann habe ich das einfach. Deswegen ist es ja auch ein Mini. Von Austin Powers? Ja, gut, ich hätte gedacht, die haben sich da einfach zusammengetan, aber okay. Ein Mini-Mi. Und auf jeden Fall eigentlich dafür gedacht, dass man ihn mit einem Fallschirm abwirft. Bedauerlicherweise aber nur so Schubkarrenräder dran. Demzufolge relativ wenig geländegängig. Demzufolge sind sie von diesem Konzept sehr schnell wieder abgekommen. Und mittlerweile fährt das Ding so auf diversen Südseeinseln rum als
Touristengerät, Gedöns, Ding. Und so ein Teil wird bei uns im Dorf Oro. Oh, auch nice, ja. Eine Susan Duo fotografiert. Auch nicht, da standen auch zwei herum. Mhm. Mindestens zwei. Ja, mindestens zwei. Oh, große rote Autos. Ja. Aber es war ein sehr unterhaltsamer Tag, muss ich sagen. Hm? Wieso muss ich jetzt an Werner denken? Und der jüngste Teilnehmer war ein vielleicht dreijähriges Kind in einem selbstgebastelten Holztrabant. Und sie durfte bei der Rallye mitfahren. Unter den ersten vier Teilnehmern. Der Papa hat sie zwischen den Teilnehmern mitgeschoben und wieder an die Startlinie. Und er hat sich gefreut wie ein Dieb. Das war voll cool. Da waren richtig schöne Sachen dabei. Oh ja. Mhm. Ich möchte, dass du den H6 beachtest. Was? Den H6 Zoom H6. Den hat mein Opa gefahren. Welcher ist denn das? Sag mal, sind wir jetzt bei Sunday Morning? Wegen der Glocke? Ja. Nee, das war ein unterschwelliges, dass ihr bitte subscriben sollt und die Glocke. Die Glocke drückt. Drückt die Glocke. Jetzt geht's von der Pre-Show in die Aufnahme, oder? Ja. Da kommt schon der Aufnahmeflieger. Brumm, brumm. Der Rote mit dem Holzaufbau. Scheiße, der sei noch nicht okay. Ah, der. Ja, genau. Mit dem Fass und den Ehren und so weiter an der Seite, ja, genau. Der schaut ja. Den hat mein Opa früher gefahren. Und da gibt's ein Bild von meinem Opa und vor diesem LKW. Und Oma hat passiv-aggressiv hinter das Foto einen Kommentar geschrieben: Gerhard und seine wahre große Liebe. Nee, aber waren auf jeden Fall ein paar sehr schöne Sachen dabei. Unter anderem ein Dodge Ram. Ich glaube, es ist ein Ram, ein alter, ein ganz alter. Oder hast du da andere Informationen als ich, Schatz? Unsicher, welchen du meinst. Es gab nur einen großen Dodge, einen fetten, den schwarzen. Das müsste ein Ram gewesen sein, ja. Und da gibt's auch in Europa nur ganz wenige von. Aber ich glaube, den habe ich nicht fotografiert. Zumindest habe ich das Bild nicht mehr gefunden. Mhm. Mhm, laut Angabe des Besitzers 44 Stück. Genau. Das weiß ich noch. Sehr viele Corvettes. Ja. Nee, also das war auf jeden Fall echt nett. Mhm. Ja. Bisschen schmunzeln musste ich, als ich auf einmal einen Zweier Polo gesehen habe. Aber ich kann ja mal, wartet mal. Ich hab doch. Ich hab das vor uns aus Papa geschickt, das Video. Weil Papa ja explizit das Video mit der hübschen Dame angefordert hat von mir. Na. Wo hab ich's denn? Weil Papa weiß ja, was gut ist. Auf jeden Fall. Er muss sich nur abgewöhnen, die Weiber zu heiraten. Aber das ist ein anderes Problem. Ah, verdammt. Moment. Speichern.
Und ich glaube, ich muss mich mal um die Verlängerung des Arm- und Beinkleides bemühen. Es ist auf jeden Fall das Video im Allgemein-Channel jetzt. Mit dem wunderschönen Krass und der Besatzung. Dann, Ja. Was ist denn der Allgemein-Channel hier? Der ist im Gelas Flauschmupfel. Also anderer Channel. Ah, okay. Ah, verstehe. Dann gehe ich mich jetzt mal begleiten. Okay, bis dann. Viel Spaß. Erfolg beim Anziehen. Schatz, kannst du damit leben, wenn wir noch eine halbe Stunde machen und dann ins Bett gehen? Ja, das sollte ich überleben. Okay, dann machen wir das so. Gehe ich nochmal schnell mein Gläschen auffüllen. Okay. Ich könnte ja mal Licht anmachen hier. Nein, es klappt nicht. Warum denn das nicht? Palim. So. Ich habe übrigens auch die erste Folge von der Neuauflage von Perry Mason jetzt geguckt, dieser Tage. Okay. Und entweder habe ich die Originalserie total falsch in Erinnerung. Hm? Oder sie haben es halt über HBO jetzt konzeptionell anders angelegt. Also es ist halt quasi eine Handlung, die staffelübergreifend ist. Statt so Folge für Folge. Mhm. Und ich glaube, das war früher nicht so. Hm. In der Originalserie. Aber ich habe da auch nur noch ganz dünne Erinnerungen dran. Ich bin noch nicht ganz abgeschreckt, aber so richtig begeistert bin ich auch nicht. Okay. Was sehr schade ist, weil Perry Mason habe ich sehr geliebt als Kind. Ja. Immer diese Helden der Kindheit. Mhm. Ich würde ja auch sehr gerne mal wieder eine Folge Straßen von San Francisco sehen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass man das auch nicht mehr ertragen kann heutzutage. Hm. Läuft sowas denn irgendwo noch? Ich glaube nicht. Hm. Aber sie sind halt in jeder Folge mit ihrem Polizeiauto über so ein Cable Car gesprungen. Das ist eigentlich die blühendste Erinnerung, die ich an diese Serie habe. Ansonsten weiß ich nichts mehr. Welche Serie geht's? Die Straßen von San Francisco. Oh je. Was? Es ist Sonnenuntergang. Wir sind doch Besitzer. Nein, nicht Besitzer. Wir führen doch so einen Mediathek-Downloader aus, oder? Ja, hin und wieder schon. Die Straßen von San Francisco laufen auf ARD One. Wann? Also welche Zeit? ARD One? Was? ARD One? Zumindest sieht das Logo so aus. Ich bin gerade nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall One. Das gibt's. Das kriege ich sogar rein. Die Straßen von San Francisco, sonntags 17.10 Uhr. Dann werde ich 17.55 Uhr und 18.35 Uhr und 19.25 Uhr. Okay. Scheinbar Sonntagabend. Also immer. Ja. Dann werde ich da wohl angemessen handeln müssen, weil das will ich echt mal wieder wissen, ob das noch so schlecht ist oder. Soll ich mal dieses Mediathek-View anschmeißen? Das habe ich gerade gemacht und es war ein Fehler. Da ist viel Zeug drin. Wie gesagt, ich weiß von der Serie nur noch, dass sie in jeder Folge mit ihrem Polizeiauto über so ein Cablecar gesprungen sind. Ansonsten habe ich keinerlei Erinnerungen mehr an diese Serie. Okay. Aber das fand ich als Kind total toll und dann wollte ich das immer selber machen.
Aber ich hatte leider weder ein Käsekarren noch eine entsprechende Straße, auf der man hüpfen kann. Zuerst mal die ganzen Untertitel wieder rauswerfen. Habt ihr denn noch so Serien, mit denen ihr ganz frühe Kindheitserinnerungen verbindet? Ein Colt für alle Fälle. Ja. Natürlich. Good Weil der mit seinem Pickup auch über ganz viele tolle Sachen gesprochen ist. Und es gab Judy. Percy Jackson. Trio mit vier Fäusten. Nee, Quatsch, nicht Percy Stewart. Ja, das klingelt auch was. Was war denn das? Irgendein Typ will in einen Club rein, muss aber dafür vorher von, wo als Mitglied aufgenommen werden, von jedem Clubmitglied eine Aufgabe erfüllen. Mhm. Meistens irgendwelche Kriminalfälle gewesen oder sowas. Okay, ja, ganz dumm gesagt mir das was. Ja, halt, glaub, eine britische Serie oder sowas, oder halt alles sehr snobistisch. Und doch, ganz, ganz dumm geklingelt da was. Trio mit vier bekannte Fäusten. Schauspieler oder so? Trio mit vier Fäusten auf jeden Fall, mit dem Hubschrauber und war es nicht die Riptide, das Boot? Riptide, oder so? Das Boot, ja. Wie hieß es, der Hubschrauber gleich wieder? Weiß ich nicht, und da war so ein komischer Roboter, ne? Mhm, und der Nerd. Und wie hieß denn das mit dem jungen Pierce Brosnan? Magnum? Nein. Also, da war aber auch ein Hubschrauber mit dabei. Wo ist das Google? Mhm. TJ. Hey, TJ. Ganz so komische 500er da so. Ja, aber der ohne Heckrotor, ne? Nee, der war noch mit. Ja, der war noch mit, aber von dem Typ gibt's auf jeden Fall. Remington Steele. Der quasi, ne? Der ist ja. Ah, Remington Steele, ja. Yes. Und das konnte ich, also ich habe das wahnsinnig viel gesehen, wenn meine Schwester das angeguckt hat. Und ich fand Brosnan immer schlimm. Ich fand den als Bond schlimm, ich fand den als Remington Steele schlimm, ich fand den immer schlimm. Danke, machen wir mit was Schönerem weiter. Schirm, Charme und Melone. Ja, hervorragend. Bin ich aber tatsächlich zu jung, um es wirklich aktiv gesehen zu haben. Ja, aber wenn wir bei schlimmen James Bond sind, Timothy Dalton oder so, ne? Ja. Oh, wie hieß Dalton? Ja. Dalton. Ja, also, ihr habt mit schlechten Angersachen angefangen. Ne? Die Daltons können eingeknastet. Und zwar von Lucky Luke. Zaubernde Genie. Auch ganz wenig gesehen. Kenne ich, aber wenig gesehen. Love Boat. Verliebt in eine Hexe. Und Love Boat und dann Love Island, ne, oder so. Gab's denn hier auch noch? War Love Island nicht das von Netflix? Nee, da gab's damals auch schon. Aber Love Boat sagt mir jetzt in der Tat, glaube ich, nur der Titel was. Ich weiß nicht, ob ich wirklich mal gesehen habe. Allerdings, Love Island in den 60ern war doch eher, wir sperren Leute auf eine Insel und schmeißen eine Atombombe in der Nähe ab, oder? Ja, das war Bikini Island. Also ich bin auch dafür, dass wir das machen, aber als Netflix-Serie, aber eine andere Frage. Bikini Potsdam. Ein bisschen jünger natürlich, Airwolf. Ja, das fliegende Auge. Nee. Airwolf nicht. Aber das fliegende Auge, da gab es nur einen Film, ne? Oder gab es auch eine Serie? Ja, ich glaube, da gab es nur einen Film. Mit dem Schneider. Das ist doch diese Rollenspielsache, oder? Nee, das ist das schwarze Auge. dann gab es natürlich noch, wenn wir gerade bei Hubschrauber noch sind, nicht mehr fliegende Auge, sondern hier mit dem Apache auch noch. Ja. Ah, wie hieß das? Flügel auf Stahl oder sowas? Angucken, da habe ich damals schon viel zu viel Ahnung von Hubschraubern gehabt. Ja, gut. Mit dem Apache, das war Winnetou. Ja, ist gut. Santini Air, ne, bei Airwolf. Die Seeberger Band, Apache.
Nee, es gab wohl ein Bild. Entschuldigung. Ja. Wir haben uns letztens aus irgendeinem Kontext über Waterworld mal wieder unterhalten. Das war auch ein gnadenlos schlechter Film. Ich fand den super als Kind. Ja, irgendwie fand den jeder super, außer wir. Aber ich finde das einen furchtbar schlechten Film. Aber ich glaube, ich fand als Kind jeden Film super. Zumindest ist er da authentischer ins Wasser gesprungen als Rettungsschwimmer. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Ding, entweder du bist Mad Max Kind oder du bist ein Waterworld Kind. Und ich war immer Mad Max Kind. Mad Max. Ich habe Mad Max als Kind Autos, nie gesehen. Ne? Ja, okay. Da ich bei Mad Max 1 heute noch einschlafe, bin ich da völlig raus. Das einzige zwei Lustige gehen bei Waterworld. Einer kommt raus. Das ist Mad Max 3, das ist wieder gut. Einer kommt raus. Nein, 1. Rockatansky. Warum funktioniert ja mein Controller hier nicht? Was ist los? Das einzige, weil der Herr Zweikatz nicht da ist. Aber der kontrolliert doch gar nicht mehr. Ach, stimmt. Ja. Sonntagabend, er hat Feierabend. Ach. Das Dschungelbuch. Ich scroll da gerade so durch meine Downloadliste. Nein, das rate ich nicht runter. Dschungelbuch war meine erste Raubkopie. Auf VHS. Kennt eigentlich noch jemand den Aladdin-Film mit Bud Spencer? Nee. Nein. Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass ich den nicht kenne. Aber entweder nein. Hat er mein Hirn wieder ganz komische. Nein, 96. Aladdin von Bud Spencer. Nee, Freit. 86. Moment, kommt in den Chat. Och, natürlich. Aber irgendwie, das ist einer der unbekanntesten Bud Spencer-Filme, die es so gibt. Den kennt keiner mehr. Das schmeiß ich doch direkt mal in den YouTube-Downloader. Weil, ich hoffe, es ist der richtige Link. Mhm. Den gibt's komplett auf YouTube. Oh, es gibt's wirklich nicht. PowerShell. Aber ich glaube, über Bud Spencer-Filme brauchen wir alle nicht reden. Also wer eine schlechte Meinung über Bud Spencer und Tarantino-Filme hat, hat in diesem Format keinen Platz. Ja. Jetzt kommt eine Bulldose. Ja. Durftest du denn die eigentlich angucken, Schatz? Oder waren die auch wieder zu gewaltvoll? Hey, Bud Spencer ging voll klar. Okay. Wie fandet ihr denn eigentlich die Dudu-Filme früher? Ah. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja. Vielleicht einmal gesehen in meinem Leben, aber echt. Die gute Alternative zu Herbie. Er wollte sagen, Herbie auf Deutsch. Herbie habe ich gesehen, Dudu weiß ich nicht. Und ich habe Herbie schon nicht gesehen, von daher bin ich, glaube ich, komplett raus. Sie waren auch Herbie schon. War sehr lustig. Mhm. Es gab noch mal, da habe ich letztens schon mal überlegt, so eine Serie, also es war keine Serie, sondern eine Ansammlung von Filmen, die auch so ein bisschen Agenten-like war, allerdings auch sehr ins Alberne gezogen. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, die so ein Taxiunternehmen hatten, wo dann hunderte Taxis irgendwie im Kreis gefahren sind und so. Und ich glaube, im ähnlichen Stil gab es da 2 oder 3 Filme. Aber da ist so ganz dunkel bei mir im Kopf was. Waren es französische Filme? Es kann sein, aber ich bin mir nicht sicher. Gab es da nichts? Französisches Arthouse-Kino. Taxi und Taxi. Ja. Nee, viel früher. Viel früher als Taxi. Also der erste Taxi, der war ja gut. Ja, wirklich, ich meine, also. Voll geliebt. Ich meine eher so fast noch halb schwarz-weiß oder so. Nee, es war nicht schwarz-weiß, aber wirklich Kindheitstage.
Mhm. Anja, du dürftest eigentlich noch Rechte haben. Die Rolle hast du noch. Du musst nur dein Mikrofon entmuten. Sehr gut. Ich habe den Hinweis stumm beitreten falsch interpretiert. Okay. Andere Frage ist die, wir müssten theoretisch in 10 Minuten ins Bett. Wollt ihr noch ohne uns Quatsch machen und du schreibst mir einfach, wenn ich die Aufnahme beenden soll, Hendrian? Oder wir ziehen einfach um ins Jitsi. Wie ist das lieber? Wie ihr wollt. Völlig verrücktes Konzept. Ich meine, wir werden heute den Sascha nicht vernachlässigen, der ist ja im Urlaub, aber... Aber dieses Jitsi, das ist so neumodisches Zeugs. Das setzt sich nicht durch. Nee, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Gute Nacht, Aufnahme. Gute Nacht, Aufnahme. Tschüss, Aufnahme. Gute Nacht, Aufnahme. Ich kann ja mal versuchen, ob ich sie stoppen kann. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen. Nee, ich darf nicht. Ich habe nicht die Rechte. Weiß ich auch nicht, aber dieser rote Button, der hat mich halt die ganze Zeit während der Aufnahme angestarrt vorhin. Und du konntest dich zurückhalten? Ja. Na gut. Du kriegst auch Schläge. Ach, du kriegst schon, nur wenn du danach fragst. Und andere bezahlen dafür. Immer dran denken. Ich wollte gerade sagen, mich würde das nicht abhalten, aber das ist ein anderes Thema. Gut, ich beende mal die Folge an dieser Stelle. Das ist ein schönes Schlusswort. Tschüss. Tschüss. Ciao.